Heili, Heilöchen, mein Name ist Toxic und dies ist das Let's Play Yu-Gi-Oh! 5D Stardust Accelerator. Oder auch wie es im Munde ist als World Championship 2009. So, wir wurden ja im ersten Part von... jetzt weiß ich nicht mehr, wie der Kleine heißt. Egal, wir wurden auf jeden Fall hingewiesen, dass wir in den Süden gehen sollen. Und hier wartet Nervin auf uns. Ich habe dich noch nie gesehen. Was willst du hier? Nur unsere Freunde dürfen hier hereinkommen, weißt du? Ach, Rally? Was ist mit ihm? Er sagte also, er würde dich uns später vorstellen. Wir sollten dich erstmal reinlassen. Na, ich kenne dich gar nicht. Daher ist es egal, was du sagst. Ich kaufe es dir nicht ab. Verstehst du, was ich meine? Dann geh jetzt. Egal wie, du kommst hier nicht rein. Oh, hey, warte mal kurz. Ist das deine Dual Disc? Ich habe mich hier sowieso gerade etwas gelangweilt. Warum duellieren wir nicht einfach mal? In Ordnung, wenn du mich besiegst, glaube ich dir die Geschichte, so wie du sie erzählt hast. Hooray! Nicht in der Stimmung. Los geht's. So, jetzt wird der Bildschirm was kleiner gemacht. Also jetzt was kleiner und jetzt gleich wieder was größer. Das wird wahrscheinlich was verwirren, aber man muss halt die Lebenspunkte sehen. Von daher gehe ich jetzt nicht mal auf die Taktik, sondern ich mache einfach Stein. Muhaha. So, ich habe das Deck jetzt etwas überarbeitet, nachdem ich im letzten Part ja alle Fallen einmal gezogen habe. Und natürlich ändert sich nichts. Ich ziehe... What the fuck? Also das ist jetzt echt langsam nicht mehr feierlich. Ich tu mal göttlicher Zorn und drei Gegengebrecher drauf, falls jetzt irgendwas krasses kommt und ich da irgendwas gegen tun muss. Ich habe jetzt nämlich keine Lust, dass... Okay, Schlangenhaar ist jetzt nicht die Bedrohung. Mit Urknallkanone... Okay, ich muss die Lebenspunkte jetzt fressen, damit ich die zerstören kann. Schrottregen. Okay. Ich nehme jetzt die 1700 hin, da ich durch den Effekt von Apokalypse eine Zauber- oder Fallenkarte zerstören kann und ich mache Urknallkanone weg. Und durch den Effekt von Urknallkanone wird Schlangenhaar aus dem Spiel entfernt und Schrottregen auch zerstört. So. Drei Fliegen mit einer Klappe. Endphase. Okay, jetzt sollte ich natürlich Monster ziehen, das wäre ganz gut. Hey! Es gibt ja doch Monster im Deck. Unglaublich. Regenerierte Mumie. Mit 18-0 Angriff sollten wir eigentlich einen guten Schaden ausrichten. So. Ich weiß aber auch nicht, ob ich das komplett groß lassen soll. Ich bin noch echt am Überlegen, wie ich das mache. Was doof ist natürlich, wenn ich so klein lasse, sieht man oft nicht, was ich genau unten für Karten habe. Obwohl, ich weiß nicht, ob das überhaupt jemanden interessiert. Und wenn ich es halt zu klein mache und halt alles drauf haben will, was eigentlich wichtig ist, muss ich die ganze Zeit hoch und runter switchen und das fuckt dann irgendwann auch ab. Ich glaube, ich würde es einfach groß lassen. Oder ich mach's klein, wenn man im Story-Modus ist und groß, wenn man am Duellieren ist. Das kann natürlich auch sein. Okay. Ja, sieht natürlich jetzt ganz gut aus, wo wir auch mal ein Monster ziehen. Also von daher... Könnte das sogar ganz gut werden. Hier. You know what I mean. So, gigantischer Zwergkrug und regenerierte Mumie. Regenerierende Brabliblub. Ja, wahrscheinlich wird es ein paar auffallen, dass ich jetzt das Erdtotal rolle. Ist halt Akzent. Akzent. Ja, sieht ganz gut aus. Wir könnten das Duell jetzt gewinnen.
Falls jetzt nicht noch irgendein Scheiß passiert, ich glaube, ich muss jetzt noch nicht mal was spielen. Regenerierende Mumie, direkter Angriff. Damit haben wir aus Nervin einen. Okay, der Sound ist extrem schlecht bei dem. Boah, ist das hart. Ah, das ist aber geil, das mit den ganzen Bonussen. Dass die jetzt nochmal alle übelst geknallt werden. Ach, Mann, oh Mann. Du hast mich. Also dann, ich glaub dir also. Du kennst Rally wirklich? Das auch schon. Hey, Nervin. Habt ihr denn nicht gerade ein Duell gemacht? Also wir reden hier von einem Fremden. Ich wollte ihn wegjagen, aber er ist ziemlich stark. Ja, ich weiß, was du meinst. Wir haben hier einen echten Duellanten. Also Nervin, ich stell dich vor. Das ist Toxic. Wir haben uns gerade getroffen. Und Toxic, das hier ist Nervin. Er ist einer meiner besten Freunde. Entschuldige, dass wir an dir gezweifelt haben, Toxic. Schön, dich zu treffen. Sag mal, Nervin, ich glaube, Toxic hat Amnesie oder sowas. Können wir dir vielleicht irgendwie helfen? Amnesie? Was? Also, du kannst dich an nichts erinnern, was früher passiert ist? Das ist hart. Ja, Toxic hat auch nur durch ein Duell an seinen Namen. What the fuck? Der war hart, okay. Ja, Toxic hat sich auch nur durch ein Duell an seinen Namen erinnern können. Aber neben dem Namen wissen wir sonst auch nichts über ihn. Außer, Toxic ist ein guter Duellant mit viel Talent. Ja, ich habe im ersten Duell gegen dich verloren, weil ich nur Fallenkarten gezogen habe. What the shit? Also ein Duell hat die Erinnerung an Toxics Namen zurückgebracht? Also hat das Duellieren geholfen, oder etwa nicht? Ah, ist schon in Ordnung. Ich wette, die Erinnerungen kommen nach und nach wieder. Also ich stelle Toxic jetzt besser mal den anderen vor. Komm mit, Toxic. Yay! Zug! Oh, hier ist kein Zug. Hey, Rally. Wer ist das? Tank und Blitz? Gutes Timing. Das ist Toxic. Wir haben uns gerade getroffen. Hat Nervin ihn reingelassen? Natürlich. Oh, na gut. Ich bin Blitz. Schön, dich zu treffen. Ich bin Tank. Toxic ist ein Duellant. Ein Duellant? Ja. Duellier dich mit mir. Hey, ich wollte ihn gerade herausfordern. Okay, ich hole mir Tank. Das verspreche ich. Jetzt, wo es ausgemacht ist, werde ich einfach zusehen. Viel Glück, Toxic. Okay, das heißt, zuerst gegen den Tank Herausforderung annehmen. Ja, los, tun wir's. Bah. No homo. Okay. Alles ist in Ordnung. So, wir nehmen mal Papier. Papier hatten wir noch gar nicht. Boah, oh, alles ist gut aus der Schere. What the fuck? So. Duell starten. Ich glaube, ich fange jedoch defensiv an. Da ich vielleicht sogar Grandmark aufs Feld kriege. Das wäre natürlich extrem nice. Endphase? Ja, ist gut. So, guck mal, was der macht. Goldsarkophag. Riesentrunade, what? Diese Animation kommt nur, wenn eine S-Card gespielt wird und es sieht so aus, als ob Muka Muka seine S-Card ist. Ja, Stahlkäfig des Albtraums. Das ist natürlich extrem schade. Jetzt müssen wir warten. Obwohl wir was anderes währenddessen machen könnten. Ich weiß nicht. Ach, egal. Ich opfere Geisterwache um Grandmark, den Erdmonarch oder Grandmark oder wie man ihn noch nennen will. Zurufen kann jedoch nicht angreifen, da der Starkkäfig des Albtraums draußen ist. So, erst erzähl das drauf.
schauen wir mal, ob wir vielleicht jetzt was Besseres sehen. Hilft uns jetzt auch nicht wirklich weiter. Aber ich würde trotzdem... Galahad spielen, obwohl nein. Das ist eigentlich eine ganz schlechte Idee. Okay, vielleicht mit Zwillingslaufdrache. Machen wir mal ein Starkäfig des Albtraums. Ich meine jetzt, ob wir eine Runde früher angreifen oder eine Runde später. Ist egal. Wird nicht zerstört. Schade. Das heißt, wir müssen in die Endphase gehen. Ist jetzt sowieso kaputt. So, gucken wir mal, was er jetzt wieder auf dem Kasten hat. Zeitzauberer. Er sagt Kopf. What the fuck? Nein! No! Obwohl, so schlimm ist es jetzt mal wieder nicht. Ich meine, sein Mukamuka hat 1800 Angriff. Und unser Galahad hat ebenfalls 1800. Jedoch, wenn er angreift, kriegt er natürlich noch was dazu. Ich könnte natürlich jetzt auch noch instabile Evolution aktivieren. Ich glaube, das mache ich sogar. Ich rufe Galahad und aktiviere instabile Evolution. Damit wird seine Grund-ATK auf 2400 gehoben. Und wenn jetzt noch der Effekt dazu kommt, 300, das sind... Oh ne, ich habe jetzt keinen Bock, nämlich, dass mein Galahad runtergeht. 1,9, 2,2, 2,2 sind wir genau beide auf 5,7. Das heißt, ich muss seinen Mukamuka angreifen. Okay, das hat ihm jetzt aber nichts gebracht. Galahad hat trotzdem mehr, kriegt sogar noch was dazu. Wunderbar! Oh ja, Sushimaru. Wunderbar! Ja, ich bin auch so ein totaler Let's Player-Gucker. Also ich habe meine Let's Player, die ich mir angucke, und da bin ich bei fast jedem Projekt auch immer mit dabei. Es ist schon ganz lustig. Okay, was habe ich da? Kristallsee. Oh, lol. Aber ich kriege jetzt den Effekt vom Kristallsee, oder? Das wäre auf jeden Fall mal nice. Ja, ist natürlich doof, dass er jetzt weiß, dass er mit Zeitzauberer angreifen kann. So, aber trotzdem kriege ich den Effekt. Ich nehme natürlich den Zwergtrug. Obwohl Basis... Ich nehme Wurmbasis. Ja, ich hab nämlich eine Idee. Ich will hier so... Mal gucken, was ich mache. Ich habe selbst noch keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal Kizufuma rufen. Ja, kann ich noch Zwangsevakuierungsgerät verdeckt spielen, das ist schön. Und mit Kizufuma greife ich jetzt aber Zeitzauberer an. Ich habe nämlich keine Lust, dass er gleich irgendwie Spirenzchen hier macht oder so. Zur Not habe ich ja immer noch die Zwangsevakuierung draußen, das heißt, falls er jetzt was Krasses spielt, kann ich es ihm direkt zurück auf die Hand schmeißen. So, mit dem Green Gadget kann er sich einen Red Gadget holen und wenn er den Red Gadget spielt, kann er sich einen Yellow Gadget holen. Ja, ich hasse die Viecher bis wie die Pest. So, hat natürlich noch einen Fallenkartoll gespielt, was das Ganze jetzt nicht wirklich einfacher macht. Schwallende Spiegelkraft werde ich, glaube ich, nicht gebrauchen. Ich rufe einfach mal Bombasis. Effekt aktivieren. Das heißt, der Yellow Gadget geht in den Angriffsmodus und verliert gleich noch ein paar Lebenspünktchen mehr. Kann ich mit Wurmbasis den Gelben angreifen. Und mit Getsufuma kann ich den Grünen angreifen. So, perfekt. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal dezimiert. Und jetzt sollte ich eigentlich am Drücker sein. Vor allen Dingen, da ich auch noch immer noch die Zwangsevakuierung draußen habe.
somit eigentlich sehr gute Chancen habe. Top der Trägheit. Also ich weiß jetzt nicht, was er jetzt spielen könnte. Ich meine, es ist sowieso dann auf seiner Hand. Von daher. Muka Muka hat leider aber nur 1500. Ne, ich will die Wurmbasis schon behalten. Muss ich jetzt leider zugeben. Das heißt, den Muka Muka verschwindet zurück auf die Hand. Somit wird der Angriff nicht durchgeführt. So, Endphase. Weil ich will nämlich Jutekämpfer rufen. Und Jutekämpfer und Wurmbasis ergeben zusammen. Magischer Android. Eine der ersten Synchros, die ich kennengelernt habe. Finde sogar eine der coolsten. Ich meine, sieht übel stylisch aus. Hattest du noch den später erst erschienenen Typen C? Welchen ich auch noch sehr mysteriös finde, muss ich auch noch ein bisschen denken. Und ja, warum er das gemacht hat, weiß ich jetzt nicht. Weil 2-4 ist deutlich mehr als 1-7, außer wenn jetzt noch ein Kuriba auf der Hand hält, was ich jedoch nicht glaube. Ja, ich meine, bei Psy ist auch noch. Ich meine, es ist sogar echt meine Lieblingskarte. Also, meine älteste Lieblingskarte war. Herbeigerufener Totenkopf. Also, wie es in der Serie heißt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall in der Serie sah er so geil aus mit seinem. Und denkst einfach. Bah, was ist das für ein Ekel? Und das hat er für übelst reingeboxt. Fand ich schon echt cool. Muss einfach dazu gesagt werden. Ja, und jetzt ist ein anderes Monster, was ich auch in diesem Let's Play zu meiner Ace-Karte wählen werde. Ich meine, es ist da. Es ist verfügbar. Ich bin mir eigentlich sogar ziemlich sicher, dass es verfügbar ist. So, könnte ich jetzt beenden? Nein, kann ich nicht. Ryoku hätte nicht viel gebracht. Oder ist Grund-ATK? Oder ist momentaner ATK? Ach, schade. Ich hätte es echt beenden können. Naja, Fossilkeiler macht er noch einmal 1800 Schaden. Damit ist er auf 800 runter. Und ich glaube, das sollte jetzt kein Problem mehr sein. Vor allem, weil ich nochmal 600 dazu gewinne. Ja. Was machst du, Tank? Ein Monster im Verteidigungsmodus. Mehr nicht. Mehr nicht. Noch nicht mal eine Falle oder eine Zauberkarte legen. Das ist natürlich schade. So, göttlicher Zorn, ich spiele jetzt einfach nur mal verdeckt. Sage dann Tschüss zu meinem Fossilkeiler, um Urteilsdrache zu rufen. Materialdrache. Urteilsdrache, what the fuck. Was geht in meinem Kopf ab? Was ist da drin? What the fuck? Und dann hat er echt noch einen Manny-Tabak. Er macht's natürlich jetzt schlau. Aber. Schade. Deswegen ist Urmaterialdrache auch eine schöne Karte. Vor allen Dingen am Anfang in einem Deck. Ich meine, am Anfang im Deck hat man jetzt nicht so die Kombis, dass man seine komplette Hand wegspielt. Und dass du gewinnst, ist einfach so hart. Das ist einfach. Und man denkt sich einfach, what the fuck. So, damit haben wir nochmal 300 gewonnen. So, wir sehen uns im nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play Yu-Gi-Oh! 5 The Stardust Accelerator oder World Championship 2009. Bis zum nächsten Mal, euer Toxic.